Angelo greift nach der Macht in der flammenden Faust und könnte sowohl für Herzog Eddas Krankheit als auch für Scars Tod verantwortlich sein. Seine angeblichen Verbindungen zum Eisenhorn sind mir sehr mehr als verdächtig. Die Frage ist, wo ich mich hinwenden soll. Soll ich zurückkehren zum Eisenhorn oder meine Ermittlungen fortsetzen, oder sollte ich Herzog Edda in der Kaserne der flammenden Faust aufsuchen und meinen Verdacht bezüglich seiner Krankheit auf die Probe stellen? Wir werden wahrscheinlich beides machen. Und wahrscheinlich zuerst Herzog Eltern retten und dann den Eisenthron aufsuchen. So, aber erstmal sammeln wir noch mehr Informationen. Wir wissen ja schon mal, dass sich Sarivok zum Großherzog ernennen lassen will. Wir wissen aber nicht, wie er das anstellen möchte und was für Pläne er noch hat. Wir haben ja nicht mal Beweise dafür. Willst du mit mir kämpfen? Schon. Willst du mit mir kämpfen? Ja. Das Kind sagt nichts Interessantes. Weil wenn Herzog Eltern krank ist, dann wird uns keine so große Hilfe sein können, aber wir müssen ihn auf jeden Fall retten und hoffen, dass er uns noch was Wichtiges sagen kann. Und ja, dann müssen wir... Ja, wirklich, da müssen wir in den Eisenthron und dort nach weiteren Hinweisen suchen. So, wieder zwei Jungs der flammenden Faust. Und das war's auch schon wieder, oder? Ja. Ja? Ich bin das Gesetz. Ja, kannst ruhig das Gesetz sein. Wir hauen erstmal hier ab. Machen wir hier unten weiter. Mal gucken, ob es hier noch jemanden gibt, der uns was sagen kann. Hallo, Leute. Oder gucken wir erstmal oben in das kleine Eck, bevor wir zur erröteten Nixe gehen. Was wollte ich beinahe unter meiner Würde? Hier ist aber nur ein Bettler. Ich bin das Gesetz. Bitte, ja, eine Goldmünze. Ich bin das Gesetz. Nö, Jungs, geht weg. Ihr kriegt mich eh nicht. Also in jedem Stadtteil gibt es zwei Mietlinge der flammenden Faust, die uns töten wollen. Was? Nichts leichter als das. Aber wenn wir die töten, dann schadet das nur unserem Ruf. Ja, nichts leichter als das. So, hier waren wir schon mal. Hier wurden wir aber kurz, nachdem wir reingekommen sind, verhaftet. Ich bin das Gesetz. Ja, ja, dann sei weiter das Gesetz. Klingt der flammende Faustangriff auf Talisa. Ja. Ist schon recht. Hallo, Leute. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ja, Kumpel. Die wollen nichts von uns. Die reden nur mit anderen oder mit sich selber. Ich muss allein mit euch sprechen. Dies sind unruhige Zeiten. Tamoko, verzeiht mir, dass ich nicht offen mit euch reden kann, doch in diesen schweren Zeiten muss ich mal auf der Hut sein. Wenn ihr nur einen Moment mit euch reden dürft, ich glaube, dass euch meine Nachricht interessieren wird. Vielleicht können wir ja einander helfen. Erst müsste ich wissen, mit wem ich spreche. Ich nehme nämlich nichts von Fremden an. Ihr könnt mich Tamoko nennen. Tamoko, ich will nicht euer Verbündeter sein oder gar jemand, dem ihr Vertrauen schenkt. Das Schicksal verlangt jedoch, dass ihr mich euch zur Verfügung stelle. Ich bin im Besitz wissenswerter Informationen und muss euch erneut fragen, ob ihr eine Art Handel interessiert seid. Wünscht ihr zu hören, was ich zu sagen habe? Sagt, was ihr zu sagen habt, ich werde zuhören. Ich will alles genau erklären, sobald ich die Zeit dazu finde. Bis dahin habe ich nur eins zu sagen. Derjenige, der die Krankheit von Herzog Gaetan angeblich heilt, ist auch derjenige, der für sie verantwortlich ist. Vermutlich habt ihr das bereits an einigen Anzeichen erkannt, doch hat niemand es bisher geradeaus gesagt. Zweifelsohne wisst ihr mit den Informationen umzugehen. Euer ganzes Wesen verleiht euch besondere Handlungsfähigkeit. Gorions Vormundschaft konnte das nur noch betonen.
Eure simple Beschattung hat euch die Kenntnis dieses Namens verschafft. Mich beeindruckt das gar nicht. Ich habe diese familiäre Bindung abgebrochen. Sprecht diesen Namen nicht aus. Ihr sollt die Erinnerung an die einzige Familie nicht beschmutzen, die ich je gehabt habe. Aber das war nicht die Familie, die euch kannte und euch immer noch kennt. Ich glaube, dass ihr eure Macht spürt und euch immer noch dagegen auflehnt. Ah, wieder erkennt ihr, wie viel ich von euch weiß. Vielleicht mehr als ihr selbst. Drei Dinge verkörpern unglaubliche Kraft. Die Liebe zum Leben, die Angst vor dem Tod und die Familie. Eine Familie, die den Tod liebt, hätte in der Tat eine starke Macht über euch. Also jetzt redet sie gerade von Baal und meinem Talisas Halbbruder Sarivok. Könnt ihr sie spüren? Könnt ihr ihn spüren? Er hasst euch, das wisst ihr ja. Wer hasst mich so? Was habe ich getan, um solchen Hass zu verdienen? Was ihr getan habt? Ihr existiert und alles wird im Chaos enden. So ist es vorbestimmt, obwohl ich das gerne ändern würde. Ich muss jetzt gehen. Und ihr müsst zu Herzog Eltard. Bewahrt ihn von seinem eigenen Heiler. Ich werde in der Nähe des Hauptquartiers der flammenden Faust warten. Wir werden erneut miteinander sprechen und ich werde euch um etwas bitten. Okay. Eine geheimnisvolle Frau namens Tamuko hat mir erzählt, dass mein Herzog Eltards Heiler nicht trauen kann. Wahrscheinlich ist das sogar die Ursache für Eltards Krankheit. Sie hat auch über mich sehr seltsame Dinge erzählt. Sie weiß mehr, als sie zugeben will. Ich muss mich demnächst nach ihr umschauen. Sie meint, sie sei in der Nähe des Hauptquartiers der flammenden Faust zu finden, falls ich mehr von ihr erfahren möchte. Hallo, Leute. Okay, das heißt, da werden wir auch bald vorbeigucken müssen. Sagt, was ihr wollt. Nachdem wir uns hier fertig umgeschaut haben. Ich war ja eigentlich der Meinung... Hallo, ihr da. Oh ja. Hallo, ihr da. Hallo. Wartet, ich muss mit euch reden. Es weiß, dass wir Tätigkeit. Habt ihr einen Augenblick, mir zuzuhören? Was wollt ihr? Also gut, ich bin Detir, ich vertrete die Hafner. Ich bin seit vielen Wochen auf der Suche nach euch. Erst kürzlich fand ich heraus, dass ihr die Stadt vor einiger Zeit verlassen habt. Seit eurer Abreise haben sich tiefgreifende Veränderungen vollzogen. Ich kann euch alles berichten, was ihr wissen müsst. Aber natürlich. Skar, der stellvertretende Kommandant der flammenden Faust, wurde ermordet. Großherzog Eltard liegt mit einem geheimnisvollen Leiden da nieder und keiner weiß, wie lange er noch zu leben hat. Die für euch wichtigste Neuigkeit hat mit eurer Rückkehr nach Kerzenburg zu tun. Man legt euch die Ermordung der Anführer des Eisentods zur Last. Alle halten euch für Agenten im Dienste von Am, die durch ihr Vorgehen gegen den Eisenthron die amtische Aktivitäten vertuschen wollten. Die Lage ist derzeit äußerst gespannt. Der neue Präsident des Eisentrons, Sarivok, hat ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Und die flammende Faust hat Befehl, euch zu verhaften. Ich mit meinem Bericht vorfahre, muss ich euch diese Frage stellen. Seid ihr schuldig? Nein, man hat uns die Sache angehängt. Klar, dieser Abschaum verdient alles, was ihm zustößt. Das klingt falsch. Nein, man hat uns die Sache angehängt. Das erleichtert mich sehr. Nun müssen wir über eure Zukunft sprechen. Nach den Erkenntnissen unseres Verbandes zu urteilen, bereitet der Eisenthron die Nachtübernahme in Palast Tor vor. Schon in eurem eigenen Interesse müsst ihr versuchen herauszufinden, was genau sie vorhaben. Ich empfehle euch, in die Zitadelle einzudringen, dort erfahrt ihr gewiss mehr. Es sind schwierige Zeiten für euch, aber ihr wisst mehr über den Eisenthron als alle anderen. Wenn ihr mir Fragen stellen wollt, dann stellt sie jetzt, denn ich bin in den nächsten Tagen nicht hier. Wer hat Skar getötet? Die am Tatort gefundenen Spuren deuten darauf hin, dass die Schatten die Biene ermordet haben. Allerdings passt es einfach zu gut ins Bild, ihnen die Schuld zuzuschieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Eisenthron auf eine andere Weise seine Hände im Spiel hat. Wir sind die Schattendiebe. Die Schattendiebe sind eine umfassende Organisation aus Dieben und Meuchelmördern. Sie haben an der ganzen Schwertküste ihre Stützpunkte. Der eigentliche Scheißzentral befindet sich jedoch in Am. Sind das da oben auch Schattendiebe? Nun, habt ihr doch sonst noch Fragen? Das sind erstmal genug Fragen. Wenn das eure letzte Frage war, dann muss ich nun gehen. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich im Wirtshaus zu den drei alten Fässern. Okay. Tschüss. Ich möchte gerne in die Liebesgilde rein. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Gucken wir mal, wer da ist. Du bist ein Spitzbube, okay. Hier ist niemand Wichtiges. Willkommen, meine kleinen Freunde.
Ruht euch aus und behaltet eure Waffen bei euch. Der sagt nichts Neues. Okay, die könnten auch zu den Schattendieben gehören. Hallo, mein Freund. Aber die scheint... wer bist du? Biff, der Ersatz war, jetzt stehst du da drüben. Ja, okay. Ich gehe jetzt lieber. Beinahe unter meiner Würde. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Ich höre schon wieder Musik. Kann ich euch behilflich sein? Ihr braucht meine Hilfe? Wir haben aber lieber ihn jetzt aus Versehen getötet. Nein, Ruf ist immer noch heldenhaft. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Da sind wir schon lang gerannt. Gut. Das heißt, wir gucken ich uns. Bin ganz Ohr. Das heißt, wir gucken uns, bevor wir zurück zur flammenden Faust gehen. Gucken wir uns noch in dem Eineckgebiet um. Oh ja, und wir müssen noch zu den drei alten Fässern noch mal mit dem Hafner reden. Der hat sicherlich nur auch noch mehr Informationen für uns. Und in der errötenden Nixe waren ja auch noch Leute, die Informationen für uns haben. Ich bin ganz Ohr. Dort haben wir uns ja noch nicht mal umgesehen in dem Gebiet. Nichts leichter als das. Also. Gehen wir erstmal in Richtung errötende Nixe. Nichts leichter als das. Wenigstens können wir den Leuten hier gut entkommen. Nichts leichter als das. Oh, hier wartet Husan. Hey, hallo, ich bin's wieder, Husan. Muss mit euch sprechen, mitkommen. Okay, zeig uns, wohin wir gehen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Schwips. Entschuldigt, wenn ich euch verwirrt haben sollte, aber manchmal ist Heimlichkeit besser als Ehrlichkeit. Meine Kameraden und ich wollen einen Kampf vermeiden und deshalb unsere Waffen verhüllen. In Ordnung, wir wollen auch keinen Kampf. Wir geben euch eine Chance, alles zu erklären. Dieses Mal bitte die Wahrheit. Also gut, ich heiße in Wirklichkeit Husam. Okay, und habe dir ein Geschäft in Baldur's Tor besessen. Okay, jetzt ist auf einmal nicht dort. Meine Kameraden und ich gehören einer Organisation namens Schattendieb an. Ihr habt bestimmt schon davon gehört. Ich bin hier in Baldur's Tor, weil man Lügen über unsere Organisation und die Nation Am insgesamt verbreitet. Ihr wisst sicher, dass ihr in Kerzenburg als Mörder aus Am angeklagt wurdet und dass die Tode von Herzog Enter Silberschild und Kommandant Skaar den Schattendieben angelastet wurden. Wir tragen aber keine Schuld daran. Jemand scheint sich große Mühe zu geben, Zwietracht zwischen Baldur's Tor und Am zu sehen. Am war nie an einem Krieg mit der Stadt interessiert und hat definitiv nichts mit den Problemen in der Gegend zu tun. All diese Dinge gehen auf das Konto des Eisenkrons, genauer gesagt Sarivoks Konto. Jetzt, da ich das euch gesagt habe, wer ich bin, könnt ihr vielleicht dasselbe für mich tun. Wir sind Söldner, wir wurden von Herzog Enter beauftragt, den Eisenthron zu untersuchen. Wir handeln derzeit mit Unterstützung durch die Zentarim. Ihre Identität wurde ebenfalls missbraucht. Wir arbeiten mit Unterstützung der Hafner. Ihr braucht nicht zu wissen, wer wir sind. Nehmen wir das Erste, sind wir mal ehrlich. Söldner, aha. Der euer Arbeitgeber ist zurzeit in besserer Verfassung und ihr braucht daher vielleicht etwas Unterstützung, oder? Wie wollt ihr uns denn helfen? Ich habe zwei Nachtmasken beschattet, die in den vergangenen Wochen in der Stadt unterwegs waren. Ich würde sagen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass die Morde den Schattendieben angelastet wurden. Also Nachtmasken sind Meuchelmörder, eine Meuchelmörderorganisation. Die kenne ich nämlich aus der Romanreihe von Ketterly, die ich schon mal erwähnt habe. Da gibt es sogar eins der Bücher, ich glaube das dritte war es, heißt sogar Nachtmasken. Ja. Gut, was hat er noch zu sagen? Ich weiß, dass sie sich an einem Ort aufhalten, der Unterkeller genannt wird. Was haltet ihr davon, wenn wir ihnen einen Besuch abstatten? Zeigt uns den Weg. Folgt uns nur zum Schrein von dem Mater. Dort befindet sich einer der Eingänge zum Unterkeller. Ja, beinahe unter. Im Schrein von Ilmater? Das habe ich ja noch nie gehört.
Oh, das leckt gerade ein bisschen.